Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Heute gehen wir ins neue Gebiet, und zwar den Erzdrachen-Pfadgipfel, Drachengebiet, keine Ahnung wie das Ding heißt. Mittlerweile glaube ich schon in der 66. Folge. In der letzten Folge haben wir den Prinz Lorian vernichtet. War ein harter Kampf, aber hat echt Spaß gemacht. So, und jetzt würde ich sagen, ab in das neue Gebiet. Muss ich echt mal schauen, wo wir da hin müssen. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Kerker von Ithril. Kann das sein? Aber ich... Oder kommen wir da besser von der gottlosen Hauptstadt hin? Ich überlege, überlege, überlege. Ich glaube, gottlose Hauptstadt... Nee! Kerker von Ithril. Ich glaube, da haben wir sogar den Shortcut freigeschaltet. Schauen wir einfach mal lang. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo müssen wir da so eine komische Geste machen. Aber ich glaube, wir haben da sogar schon Shortcut freigeschalten, dass wir da gar nicht mehr so weit hin haben. So, jetzt glaube ich, ist sie eh hier rechts runter. Jupp. Wo war das jetzt hier? Das war, glaube ich, hier, oder? Genau, hier sind wir bei den Ratten. Müssen wir, glaube ich, hier links laufen. Und dann die Treppe da hoch. Schauen wir einfach mal. Sehen wir gleich. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht ewig lang suchen. Echt schon lange her, wo ich in dem Gebiet hier war. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Gehen wir einfach mal hier runter. Wo war das denn jetzt? Da geht's da lang, hier lang. War das nicht? Oder war das da unten? Kann das sein? War das doch bei den Ratten entlang? Und dann rechts? Ich glaube schon. Wir schauen jetzt einfach mal lang. Das sehen wir jetzt gleich. Na, so, Ruhe. Okay, haben wir auch. Sehr gut. Und weiter geht die wilde Fahrt. La 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 la. Gehen wir hier mal schnell durch. Die Ratten lassen wir in Ruhe. Die wollen wir jetzt eigentlich nicht machen. Genau, ich glaube, jetzt sind wir eh schon richtig. Genau. Sehr gut. Jetzt ist aber Ruhe hier. Alter Schlingel, du. Mann, 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 Mann. So, und jetzt, liebe Leute. Falls ihr es noch nicht wisst, ihr müsst hier die Geste einsetzen. Pfad des Drachen. Genau. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen warten. Schaut einfach zu. Ich glaube 30 Sekunden sind es. Und dann... Okay, geht schneller. Vielleicht haben wir es gepatcht. Also hier an dem Punkt Geste Pfad des Drachen. Meditieren dahin.
ist übrigens ein optionales Gebiet, also ihr um das Ende zu sehen. Aber ich will natürlich alles sehen bei dem Spiel. Nicht nur die Hälfte. Und schon sind wir da. Pfad des Drachen. So, schauen wir mal, ob wir hier gleich ein Leuchtfeuer finden. Wollte aber noch eine andere Waffe nehmen, und zwar diese hier. Da habe ich übrigens auch schon auf 10 aufgelevelt. Sonst ist ja auch immer langweilig, immer mit der gleichen Waffe spielen. Macht schon mehr Spaß, wenn man mal was anderes hat. Schauen wir hier nochmal lang. Da ist der gleiche Weg, gell? Ja. Okay. Okay, hier sind schon die ersten Gegner. Der mein Backstep von mir. Oh, die halten. Naja, auch geht. Erzdrachengipfel. Du hast eine Trophäe erhalten. Sehr gut. Stirb. Blitzender Edelstein. Alex, schaut schon geil aus. Okay, okidoki. Hier könnte man auch lang gehen, hier unten. Aber ich glaube, da hinten kommen wir auch rum. Gehen wir mal hier hinten rum. Heimatknochen? Naja, wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Okay, das ist der andere Weg nach unten. Okay. Verstehe, alles klar. Nein. Hört mal auf zu schießen hier. Na, ich glaube, wir killen die schnell. Die gehen wir bloß auf den Sack. Ist doch gut, Mensch. Nein. Jetzt ist aber Ruhe. Ist Ruhe. Ruhe im Puff. Titanitbrocken, sehr gut. Große Titanitscherbe. Ah, Leuchtfeuer. Nice. Dutz. Okay, sehr gut. Jetzt aber hier unten lang gehen wir. Hier unten ist, weiß ich nicht. Kann man vielleicht ein Tor öffnen oder so? Können wir gleich mal machen. Oh, das geht wahrscheinlich noch nicht, oder? Ah, Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay. Dann müssen wir oben lang. Hier ist Loot. Eine Seele. Dann gehen wir erstmal hier rum. Hier ist auch mal Loot. Titanitbrocken. Titanitbrocken. Da ist Loot. Okay. Oh, was ist das? Das ist ein größerer. Vielleicht können wir den backsteppen.
Boah. Ich will noch eine Estus nehmen. Der sieht bäs aus. Alter. Alter. Ist doch gut, Egger. Mann. Ja, komm. Kenn ich. Papa jetzt mal dran. Komm. Okay. Ruhe. So, aber Ruhe hier. Wo hat denn der hingeguckt? Hier irgendwo. Hopp. Titanitbrocken. So. Geht durch das Tor doch nicht durch. Wir erstmal seitlich gucken. Blitzklauenring. Schauen wir uns doch mal den Blitzklauenring an. Zack. Magieklauenring, Blitzklauenring. Erhöht Blitzangriff auf Kosten der Schadensminderung. Ring mit dem Motiv einer Hand, die nach einem gelben Stein greift. Erhöht Blitzangriffe auf Kosten der Schadensminderung. Einer alten Fabel aus London zufolge hat der Clownring einen besonderen Reiz auf die Mutlosen, die andernfalls der Verzweiflung erliegen würden. Okay. Schauen wir, ob es da rechts noch lang geht. Nee, schaut nicht so aus. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal das Tor auf. So, okay. Och du Scheiße. Was ist das? Alter Lindwurm. Oh mein Gott. Oh. Das? Ah, geht schon. Boah. Mann, Egger. Okay, man kann hier auf jeden Fall in dem Gebiet weiterrennen. Ich denke mir nämlich, ich mache den so wenig Schaden, hier muss irgendwie eine andere Lösung geben. Immer noch der Boss getriggert. Sturzangriff, okay, das ist auf jeden Fall was anderes. Sturzangriff heißt Angriff von oben irgendwie.
mal schauen, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall Loot, den muss er da mitnehmen. Bye. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich bin wieder hier oben, okay. Lass mich vorbei! Bye! Da ist der Ding, der Boss. Okay, da können wir hier hoch. Boah, ich muss den Estus nehmen. Okay, da unten ist der Boss. Okay, alles klar. Da ist ein Zeichen. Da ist ein Zeichen. Gehen wir hier mal runter. Spechelkopf, okay. Ich glaube, wir müssen irgendwie auf den Kopf raufspringen. Probieren wir gleich nochmal, würde ich sagen. Sturzangriff und Schwächekopf. Also heißt es ja für mich, Sturzangriff irgendwie von oben drauf stürzen auf den Kopf. Okay, probieren wir es gleich nochmal. Wir sind jetzt relativ gut durchgekommen. Okay, und rein. Wir haben den einfach zu wenig Schaden gemacht. Das waren jetzt bloß, weiß ich nicht, 45 Schaden. Das kann ja nicht sein. Da muss eine andere Taktik geben. Ja, ja, komm, hör auf hier. Hör auf rumzuspielen. Mann. Jetzt muss ich den Weg nicht mehr. Hier lang, gell? Ja, immer nach oben. Schauen, ob wir die Ausdauer einigermaßen behalten. Genau, da war es hier geradeaus, genau. Ach. Wollen wir so nicht sterben? Alter! Oh! What the fuck? Okay, gleich nächster Try. Oh, der Loot. Das haben wir gar nicht gesehen. Scheiße, 18.000... 18.000 Seelen schon wieder verloren. Was ist denn das für ein Hebel hier? Achso, das war ja das fürs Tor, glaube ich, ja. Ich würde sagen, ich hau mir meine Glut rein. Dann doch ein bisschen mehr Energie noch.
Filmen wir die erstmal hier, damit die später nicht auf den Sack gehen. Okay. Auf jeden Fall der Kopf. Wir müssen irgendwie auf den Kopf darauf. Ich glaube, dass ich vorher vielleicht falsch abgesprungen bin. Nachricht diesen Sturzangriff. Okay. Mal den Kopf mal runter, komm. Geht nicht. Okay, ich würde sagen, Leute, wir schauen uns das aber jetzt in der nächsten Folge an. Wir sind doch schon wieder 22 Minuten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Auch wenn ich jetzt ein bisschen gefällt bin, aber würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich auch über einen Kommentar oder auch über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.